Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, nachdem wir uns bereits im Frühjahr, die Vorredner haben schon gesagt, mit dem Thema Mobilität im ländlichen Raum beschäftigt haben und auf die Tagesordnung gesetzt haben, damals vor allem mit dem Schwerpunkt der Förderung der besseren Nutzung der individuellen Verkehre, geht es auch heute wieder um das Thema Mobilität im ländlichen Raum. Und Herr Kollege Reuken, ich stimme Ihnen zu. Natürlich ist ÖPNV nicht das Einzige, was wir brauchen, aber ohne ÖPNV ist der ländliche Raum auch nichts an der Stelle. Und dementsprechend brauchen wir die Mobilität. Und das ist ein, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, der uns nicht nur 2019 begleiten sollte, sondern auch darüber hinaus. Wir haben heute den Fokus auf ÖPNV, also im Omnibus, der auf der Fläche unterwegs ist. Der Omnibus hat seinen Namen aus dem Lateinischen und bedeutet für alle. Und wenn man bei uns im ländlichen Raum unterwegs ist, dann kann man zumindest nicht immer für alle sprechen, sondern muss in vielen Stellen auch einfach für wenige sprechen. Denn viele Leute nutzen einfach den motorisierten Individualverkehr. Es gibt an einigen Stellen, in einigen Gemeinden ein sehr schlechtes Angebot, sehr schlechte Taktzeiten, die genutzt werden können. In einigen Gemeinden haben wir es so, dass wir teilweise nur noch den Schulbus haben, der innerhalb der Schulzeit die Menschen verbindet, aber außerhalb der Schulzeit und in den Ferien gibt es manchmal sehr frustrierende Angebote oder sehr frustrierende Erlebnisse. Darum haben wir bereits einige Verkehrsunternehmen im Land sich auf den Weg gemacht, mit neuen Formen der Nahverkehrsanbindung, hier insbesondere die Rufbuskonzepte, ein Angebot aufzustellen, das aus dem für einige wieder einen für alle macht, das Mobilität in die Fläche bringt. Die Grundidee des Rufbusses ist dabei ganz einfach: statt viel Geld auszugeben, dass Busse in relativ langen und unattraktiven Takten meist leer über die Dörfer fahren, geben wir lieber Geld dafür aus, dass Fahrgäste bei Bedarf einen deutlich engeren Takt an Mobilitätsangeboten dann bekommen, wenn sie ihn wirklich benötigen. Sprich, wenn Oma Mäumel einkaufen möchte, dann muss sie nicht unbedingt um 6.30 Uhr den Schülerverkehr nutzen, sondern kann, wenn sie, je nachdem, wir haben eben schon von den verschiedenen Konzepten gehört, vorher anruft, eine oder zwei Stunden, kann sie auch um 8 damit fahren und hat deutlich mehr Möglichkeiten, auch nachmittags nach dem Arzt oder nach anderen Terminen, auch wieder mit klassischen Busverbindungen rauszukommen. Und eine Erfahrung, die ich zumindest in verschiedenen Bereichen jetzt aus diesen Angeboten gemacht habe oder die ich gehört habe, sind, dass viele Personen, die sich so einen Bus buchen, so einen Rufbus, dann auch nicht unbedingt alleine fahren, sondern vorher auch im Dorf fragen, wer vielleicht noch mitkommen möchte, wer vielleicht das Angebot mitnutzt. Und so haben wir auch gleichzeitig wieder diesen Punkt des sozialen Zusammenhalts, den wir irgendwo, gerade auch durch solche Angebote, wenn man wieder gemeinsam Sachen bucht, gemeinsam Erfahrungen macht. Rufbussysteme, die in unterschiedlichen Versionen im Land erprobt werden, bieten also ein deutliches Plus an Mobilität. Die Frage, die eben zu Recht gestellt wurde, zu welchen Kosten? Warum diskutieren wir den Antrag der Koalitionsfraktion? Es geht darum, dass die unterschiedlichen Systeme, die hier im Land bereits erprobt werden, und Frau Ministerin Dreser hat es eben schon umfassend gesagt, uns interessiert dabei vor allem die Frage, ob das System der einen Region auf eine andere Region ausgeweitet werden kann. Herr D'Acunha, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Grimm? Am Ende sehr gerne. Denn eines dürfen wir auch nicht vergessen: Wir sind trotz eines glücklicherweise immer noch vorhandenen Plus im Haushalt im deutschen Vergleich eher ein struktur- und einnahmeschwaches Bundesland. Wenn wir Geld ausgeben, dann müssen wir genau hinschauen, wo und mit welchem Effekt wir das Geld investieren. Das gilt im Land ebenso wie auf der kommunalen Ebene. Ziel ist es und muss es auch sein, größtmögliche positive Effekte für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land mit minimalem Mitteleinsatz zu erreichen. Das ist ein Grundsatz für erfolgreiche politische Arbeit. Dass wir als Land jetzt die unterschiedlichen Systeme, die hier in den Regionen gefahren werden, näher untersuchen wollen, ist auch eine direkte Unterstützung der kommunalen Ebene im Land. Denn eine einheitliche Gegenüberstellung der unterschiedlichen Systeme der Rufbusse wird auf kommunaler Ebene nur bedingt stattfinden können. Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Systemen, die im Antrag angeforderten Berichte des Energieministeriums, werden ebenso dazu beitragen, dass wir auf Landesebene faktenbasiert darüber sprechen können, ob und wie Rufbussysteme geeignet sind, auf das gesamte Land ausgeweitet zu werden und welche Kosten hierfür notwendig sind. Im Idealfall werden wir Lösungen finden, die bei gleichbleibendem Mitteleinsatz bessere Mobilitätsangebote für die Menschen im ländlichen Raum, im gesamten Land anbieten können. Egal, ob es der Omnibus ist oder nicht, für meine Fraktion steht fest, dass wir für gute Mobilität für alle wollen. In der Stadt genauso wie auf dem Land. Und deswegen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
der Abgeordnete Dacunha einer dann offensichtlich Nachfrage schon zugestimmt hat, erteile ich Ihnen jetzt das Wort, Herr Grimm. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Herr Dacunha aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg und dem dortigen Kreistag, ist mir bekannt, dass eine Fahrt mit dem Anrufbus, der eigentlich nichts anderes ist als ein kleiner Taxizubringer, statistisch 50 Euro kostet. Ist Ihnen das bekannt? Und haben Sie eine Idee, wie man diese hohen Kosten verringern könnte? Einen Moment, Herr Dacunha, wir müssen jetzt mal aufpassen. Eine Zwischenfrage mit uns sind schon quasi zwei Fragen. Ich lasse das jetzt hier mal zu, weise aber darauf hin, dass man eine Nachfrage stellt und bei einer weiteren dann nochmal die Frage stellt, ob der Fragesteller bereit ist, es zu beantworten. Aber in diesem Fall lasse ich es erstmal zu. Herr Dacunha sieht auch so aus, als wollte er es gleich beantworten. Sehr geehrter Herr Kollege Grimm, ich danke Ihnen für die Frage. Natürlich, und deswegen habe ich auch explizit das Thema Kosten angesprochen, ist es so, dass wenn wir eine intensive Nutzung von Rufbussystemen haben, es auch dazu führen kann, dass die Kosten steigen. Dementsprechend ist auch die Frage, die wir auch anhand der bisherigen Modellprojekte stellen wollen, gerne im Ausschuss, gerne auch darüber diskutieren wollen und uns die bisherigen Ansätze vergleichen wollen. Wohin führt das? Wir wollen natürlich ein möglichst dicht getaktetes Angebot haben. Und was die bisherigen Rufbussysteme angeboten haben, ist, wir haben mehr Haltestellen im ländlichen Raum, wir haben mehr Linien, aber aktuell fahren weniger Busse. Also es sind weniger in echt gefahrene Kilometer, obwohl mehr Kilometer angeboten werden als bisher. Dementsprechend kann man bisher nicht davon sprechen, dass die Kosten gestiegen sind, zumindest meines Erkenntnissen nach. Und diese Frage, die Sie gestellt haben, natürlich, da ist es teurer, wenn wir mit individuellen Verkehren fahren, um die Leute abzuholen, wenn wir aus einigen Beispielen gehört haben, wo Taxis eingesetzt werden, als wenn wir mit Bussen fahren. Dementsprechend ist die Frage, wie ist das ideale Angebot und wie führt es nicht dazu, dass möglicherweise die Kosten anschließend explodieren. Und das ist ein Thema für den Ausschuss und deswegen freue ich mich darüber, dort zu diskutieren. Möchten Sie eine weitere Nachfrage stellen? Lassen Sie eine weitere Nachfrage zu? Eine letzte Nachfrage, ja. Bitte schön, Herr Grimm. Kurz nochmal, welches sind Ihre Vorstellungen und Ansatzpunkte, damit diese Kosten gesenkt werden, weil sie gefährden das Projekt insgesamt, nach meinen Informationen? Sehr geehrter Herr Kollege Grimm, ohne es ausprobiert zu haben, weiß man gar nicht, ob es angenommen wird. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir es in verschiedenen Kreisen ausprobieren, um zu sehen, was die bisherigen Erfahrungen sind. Wir haben gehört, Ludwigs Parchim arbeitet seit 2 Jahren. Wir können uns da auch explizit angucken, was für Kosten sind entstanden, was ist bisher passiert, um dann zu gucken, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Und ich würde es schade finden, wenn am Ende feststeht, dass wir gar keine Rufbussysteme mehr brauchen, weil die Kosten explodieren. Aber ich finde es auch besser, lieber darüber nachzudenken, wie können wir den ÖPNV im ländlichen Raum stärken, als wenn wir es gar nicht tun würden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat die